Was geht ab, meine Lieben? Ja, es ist jetzt 3 Wochen her, weil letzte Woche das Video, was letzte Woche geplant war, ist aus, sagen wir mal, qualitätstechnischen Gründen irgendwie nicht zustande gekommen. Und es lag tatsächlich nicht an den 2 Hauptdarstellern. Ja. Möchte ich nochmal kurz erwähnen, hier mal so nebenbei. Ja, nicht, dass ihr glaubt, wieder hier. Wir waren ja bei Ralfs Geburtstagsfeier und haben natürlich mitgefilmt, aber es gab hier tatsächlich Probleme mit dem Licht. Und jetzt schiebe ich hier ein Video ein und drehe das sogar aktuell im neuen zukünftigen Studio. Das Studio ist eigentlich zum Livestreamen gedacht, gegebenenfalls in späterer Folge auch YouTube-Videos aufzunehmen, mit ein bisschen besserer Qualität bezüglich Hall und allem drum und dran. Aber es befindet sich noch komplett im Aufbau. Das ist mal grundlegend mein Start-Setup, mit dem ich jetzt derzeit im Streamen ungefähr arbeite. Klein, aber es tut seine Arbeit. Ich habe gesagt, ich bringe eine neue Rubrik raus und die Rubrik heißt Mysterien der Kältetechnik. Was ist mythisch, was ist kein Mythik ist was anderes, Mythos, damit ich das Wort nochmal rausnehme. Was ist ein Mythos, was ist kein Mythos? Ja, ihr könnt mir übrigens gerne in die Kommentare schreiben, nachher oder nachdem ihr das Video gesehen habt, was für Mythen in der Kältetechnik kennt ihr denn? Ja? Schreibt mir das gerne in die Kommentare rein, dann können wir diese Mythen ja vielleicht auf den Grund gehen, ob das wirklich tatsächlich so ist oder nicht so ist. Aber ich habe mir jetzt mal 3 klassische Mythen rausgesucht und wir werden jetzt mal ein klein wenig darauf eingehen und ich fange an mit Mythik, ich krieg dieses Wort nicht raus. Alter Leute, was ist mit mir los? Mythos Nummer 1. Das Blubbern im Schauglas deutet immer auf einen Kältemittelmangel hin. Das ist, glaube ich, ein Mythos, den wir Kälteanlagentechniker, glaube ich, permanent kennen. Man hört es von Kunden, man hört es von Kollegen, man hört es von Kunden und von Kollegen. Und vom Kunden. Im allermeisten Fall vom Kunden. Bei mir im Schauglas blubbert und deswegen habe ich einen Kältemittelmangel. Und glaubt mir, und das ist ehrlich, ihr wisst nicht, wie oft ich das noch höre, ja, obwohl man ja mit den Leuten redet, obwohl man den Leuten das erklärt, wie oft ich das noch immer höre. Das muss so sein, wenn es blubbert, müssen wir Kältemittel drauf füllen. Ende der Diskussion, da muss ein Leck sein. Ich höre das noch immer regelmäßig. Also, ich gehe jetzt auf dieses Mysterium des Blubberns, des Kältemittels in einem Schauglas ein. Grund 1, ja, möchte ich mal bejahen, es kann ein Kältemittelmangel da sein. Das ist durchaus möglich. Ja. Wenn natürlich der Kunde schon regelmäßig Kältemittelmangel gehabt hat, wird er natürlich, er blubbert, Kältemittelmangel, weil ich habe schon 35.000 gehabt. Aber es kann natürlich auch zigtausend, vielleicht nicht gerade Tausende, aber vielleicht ein paar mehr oder weniger andere Probleme führen, die komplett in die gegengesetzte Richtung gehen. Ja? Warum in die gegengesetzte Richtung? Das eine ist ein Kältemittelmangel. Das bedeutet klar, wir haben einfach nicht genug flüssiges Kältemittel überhaupt vorhanden, deswegen blubbert es im Schauglas. Ja? Das heißt, wir haben viel zu viel gasförmiges Kältemittel, beziehungsweise halt, da kommt nichts. Da kommt nichts rüber. Es ist ungefähr dasselbe, wenn ich mir einen Dodge tanke mit 1 Liter Sprit. Ja? Da wird nichts kommen, weil beim Einstarten brauche ich 25. Ja? Und also von dem aus gesehen, das bringt nichts. Deswegen blubbert es auch in diesem komischen Schauglas drinnen. Aber im Gegensatz dazu, den gängigsten, ja? Also ich gehe jetzt einmal von den gängigsten Sachen aus. Es gibt natürlich viele, viele Möglichkeiten, die da natürlich reinfallen könnten. Aber ich gehe nur vom gängigsten aus und das gängigste wäre zum Beispiel mangels Unterkühlung. Klingt vielleicht jetzt kompliziert, weil ich wieder mit Fachbegriffen um mich herumwerfe, ja, für die Leute, die jetzt nicht Kältanlagentechnik studiert haben oder eine Ausbildung darüber gemacht haben, ja, mangels Unterkühlung bedeutet schlicht und ergreifend, wir kriegen die verdammte Wärme nicht weg. So, um es einfach auszudrücken. Bedeutet zum Beispiel, unser Verflüssiger ist verschmutzt oder unser Kühlwasser, wenn der Wasser gekühlt ist, funktioniert nicht richtig. Um es nochmal zu erklären, so ein bisschen auf, wir verflüssigen nicht. Wir verflüssigen nicht zu 100%. Wir haben zur Mediummasse hier, aber wir schaffen nicht, die gesamte Wärmeenergie irgendwo anders abzugeben. Sei es an Luft, sei es an Wasser, sei es an das Kältesystem, sei es an die Mama, sei es an den Papa, an die Oma, an den Opa. Vollkommen egal. Ja? Wir müssen die Wärmeenergie abgeben. So. Und können wir das nicht, dann blubbert es auch im Schauglas.
weil es einfach nicht voll flüssig ist. Und somit habe ich Gasanteil und Flüssiganteil. Also das sind ungefähr die gängigsten Geschichten. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Filtertrockner verstellen. Wir haben eine Vorverdampfung, weil der Filtertrockner zu ist. Das Expansionsventil kann nicht funktionieren. Es gibt einen Knick in der Rolle und das kommt aber relativ selten vor, bitte Leute. Oder schreibt mir in die Kommentare rein, wie oft habt ihr schon einen Knick bei einer Bestandsanlage gehabt. Bei einer neuen Betriebnahme ist das eine Sache, bei der Bestandsaufnahme kommt es, sage ich mal, eher ein bisschen seltener vor. Es könnte auch ein vererster Verdampfer sein. Es könnte, auch dann könnte es blubbern, auf den Grund, weil das Kältemittel irgendwo liegen bleibt, ja, oder wie auch immer. Ja. Es gibt so viele Gründe, warum es blubbit. Ja, blubbit. Ich habe ein neues Wort kreiert, das nennt sich jetzt blubbit. Ja. Dass man das einfach nicht sagen kann, ist ein Kältemittelmangel. Ja, es kommt sehr häufig vor. Wir wissen alle miteinander, dass ein Kältemittelmangel ist und dass der natürlich häufiger vorkommt, als uns lieb ist. Deswegen haben wir auch 100.000 Vorschriften bekommen, dass wir das und das und das alles machen müssen. Ist so, aber es gibt auch andere Gründe. Das heißt, bitte, und ich habe das jetzt auch schon wieder sehr häufig erlebt, da blubbert es im Schauglas, man holt die Kältemittelflasche, man füllt drauf und dann geht die ganze Anlage in den Hochdruck. Und keiner weiß warum. Und dann stehen alle wieder da, wie, weiß ich nicht, ja. Wenn ein Verdichter vereist, erhält er sofort Flüssigkeitsschläge. In den meisten Fällen, oder in vielen Fällen, sagen wir mal, in vielen Fällen kann es stimmen, aber ist auch keine klare Aussage. Weil, wenn ihr Anlagen habt, zum Beispiel Tiefkühlanlagen, ich meine, ich sage mal ganz ehrlich, wenn es ein Normalkühler ist, der normalerweise irgendwie so bei plus 6 Grad Celsius Verdampfungstemperatur läuft, ja, würde ich mir Sorgen machen, wenn der Verdichter vereist. Tatsache. Aber wenn ihr eine Tiefkühlanlage habt, die zum Beispiel mit einer Raumtemperatur von minus 20 und wir spritzen ein mit einer Verdampfung von minus 25 Grad Celsius, haben wir eine Überhitzung von roundabout 6 Kelvin, haben wir ungefähr noch immer auf einer Oberflächentemperatur von minus 19, dann habe ich eine Rohrleitungslänge von, sagen wir mal, 5 Metern, verliere ich vielleicht nochmal 2 Grad Celsius, sind wir irgendwo bei 17 Grad Celsius im Minus. Minus, niente, minus, minus, das ist dieser komische Strich da, ja. So, wenn ich minus 17 Grad Celsius eiskalte Rohrleitung habe, ja, und fast keine Überhitzung über die Sorgleitung oder vielleicht auch relativ wenig Überhitzung über den Verdichter bekomme, ja, dann setzt auch mal der Verdichter ein bisschen Eis an. Also Eis, er wird ein bisschen weiß. Aber, und jetzt ist es, möchte ich bitte, ganz, ganz wichtig, Leute, nur jetzt, wenn ihr einen Eisbock am Verdichter drauf habt, dann ist es auch nicht gesund, dann stimmt hinten und vorne irgendwas nicht. Aber wenn er ein bisschen weiß wird, wenn der Flansch ein bisschen weiß wird, dann kann es sein, dass das vollkommen in Ordnung ist. Ich will nicht sagen, es ist in Ordnung, wenn nicht, dass der nächstejenige sagt, oh, der Chris da im Internet hat gesagt, das ist vollkommen in Ordnung. Und am nächsten Tag ist der Verdichter im A. Ja, und ihr sagt dann, hey, warte mal, du hast gesagt, das ist vollkommen in Ordnung. Ihr müsst es abschätzen. Wie schätzen die das ab? Ganz einfach, ihr messt die Überhitzung. Wenn ich natürlich eine Überhitzung habe, im Großen und Ganzen, die natürlich eine gewisse Größe hat, ja, dann kann ich mir eigentlich zu ziemlicher Sicherheit sagen, dass ich kein flüssiges Kältemittel in den Verdichter bekomme. Also wir arbeiten zwar sehr viel mit unseren Augen, wir arbeiten sehr viel mit unserem Gehör, wir fühlen sehr gerne, ja. Aber eines ist noch immer für euch Tatsache, ein Messwert bleibt ein Messwert. Wenn ich eine Überhitzung messe, dann werde ich höchstwahrscheinlich eine Überhitzung haben. Das heißt, Ventile und Co. stellt man nicht ein, indem ich auf den Verdichter schaue. Aha, da ist jetzt ein bisschen Eisen, dann verstehe ich mir ein bisschen nach, ich kriege flüssig. Nein, man misst es und dann kann man seine Idee oder seine Theorie, die ich natürlich habe, ja, wenn ich sage, oh, der kriegt flüssig, messen wir halt mal nach. Das ist die richtige Vorgehensweise. Ja? Und dann sage ich, okay, ich habe eine Überhitzung, dann werde ich einfach nur eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit vielleicht in der Umgebung haben und eine kalte Sorgleitung, die zurückkommt. Und dann bildet sich Eis. Ja? Also ihr müsst es natürlich überprüfen. Aber ich habe sehr, sehr viele Anlagen, gerade wenn sie im tiefen Minusbereich fahren, gerade auch wenn du so Anlagen hast bei minus 40, minus 50 Grad Celsius, so gegebenenfalls auch gerade bei minus 80 Grad Celsius, dann passiert es auch gern einmal, ja, egal wie gut isoliert, ja, dass der einmal ein bisschen weiß wird. Klar, er darf kein Schneeblock sein. Er soll nicht Olaf ungefähr sein, ja, von der Eiskönigin, ja, dass er ein Schneemann ist. Ja. Obwohl wir lieben Schneemänner, das wissen wir ja natürlich alle miteinander. Und wir lieben den Sommer. Deswegen bin ich auch immer so überhaupt nicht gestresst jetzt derzeit, ja, weil ja Sommer ist. Ja, und ich damit zu kämpfen habe mit vereisten Verdichtern. Nein, habe ich natürlich nicht. Aber es ist halt oft normal, dass einfach mal so ein Verdichter auch mal weiß werden kann. Aber, und jetzt kommt das nächste Aber,
Er darf zwar ein bisschen weiß werden, aber er müsste trotzdem eine Sache immer im Auge behalten, und das ist die sogenannte Öltemperatur. Ich möchte noch darauf hinweisen, weil ich ganz genau weiß, dass jetzt der Punkt gewesen wäre, wo Ralf einen Kommentar geschrieben hätte, hehehe, du sagst zwar, dass er vereist werden kann oder dass er kalt werden kann, aber hast du auch schon mal an das Öl gedacht? Natürlich, Ralf, ja, denke ich an das Öl, ja, um dich auch hier nochmal namentlich erwähnen und hier nochmal nachträglich alles Gute zum Geburtstag wünschen. Ne? Und es war eine mega geile Feiern, hat mir echt viel Spaß gemacht, wollte ich nochmal dazu sagen, ja, nur ganz kurz, ja. Weil, wenn natürlich der Verdichter zu kalt wird, dann kann es natürlich passieren, dass euch das Öl zu stark auskühlt, ja, und dann ist die Schmierfähigkeit vom Öl vielleicht nicht mehr so gegeben, hatte ich schon die Fälle gehabt, ja, dann ist das Öl einfach viel zu kalt, beziehungsweise kann es natürlich passieren, wenn ihr auch keine Kaderheizung sowas drauf habt, weil es gibt natürlich auch Bauformen von Anlagen, wo ihr auch die Kaderheizung, auch wenn die Anlage nicht im Freien draußen steht, benötigt, einfach weil ihr sehr kalt zurückkommt. Und wenn ihr sehr kalt zurückkommt, könnte es passieren, dadurch, dass es im Verdichter ist, ja, dass es vielleicht auch wieder flüssig wird. Deswegen hat man zum Beispiel eine Kaderheizung, um dieses flüssige Kältemittel auszudampfen. Oder Flüssigpartikeln, die vielleicht doch mitgehen, die wir jetzt nicht gerade gemessen haben. Ja, weil sie gerade, ich messe ungefähr auf, sagen wir mal, 1 cm Unterkante vom Rohr, messe ich meinen Überhitzungswert, ja, so wie es im Lehrbuch ungefähr steht, ja, oder sagen wir 13 Uhr bis 15 Uhr oder so in Richtung, so steht es auch, glaube ich, im Lehrbuch drinnen. Oder einfach nur, ja, irgendwie schräg oben drauf, auch das steht auch in einem Lehrbuch so drinnen. Ja, es gibt ja die unterschiedlichen Variationen, wo man so einen Fühler positionieren sollte zu messen. Ja. Jetzt messe ich genau auf dieser rechten Seite und auf der linken Seite schwimmt ein Flüssigkeitspartikelchen vorbei. Ja. Dann werde ich das wohl oder übel nicht messen. Ja. Dann würde sich das natürlich, wenn das Öl sehr kalt ist, im Öl binden. Ja. Und da haben wir natürlich ein Problem. Deswegen sollte man natürlich die Öltemperatur im Auge behalten, wenn man sehr kalten Verdichter hat. Aber es kann manchmal normal sein, dass auch der Verdichter etwas weiß wird. Obwohl so ein weißer Verdichter schaut auch geil aus. Man muss mal sagen, habt ihr schon mal einen Pizza-Verdichter gesehen? Schreibt das in die Kommentare bitte rein. Habt ihr schon mal einen Pizza-Verdichter gesehen oder einen DWM-Verdichter gesehen oder einen Bock-Verdichter gesehen, damit ich nicht immer nur eine Marke ernenne, ja? Oder einen Unité oder einen Danfoss oder einen Dorin, einen, boah, Bock habe ich schon gesagt, oder? DWM gibt es auch nicht, es ist Copeland, ja. Welche Verdichter habe ich jetzt noch vergessen? So gängige. Ja, Mandarop gibt es auch nicht mehr, ist jetzt Danfoss. Fresh Cold, habt ihr den schon mal in so einem richtigen Eisblock gesehen? Ich finde das schon einfach mächtig aus, ich würde am liebsten dran lecken. Flüssigkeitsschläge sind immer am Verdichter hörbar. Nicht immer. Ich habe Tatsache, und das ist jetzt ein bisschen ein weit hergeholteres Thema, das muss ich auch sagen, aber ich wollte jetzt natürlich zwei etwas einfache Mythen und ich wollte auch mal ein bisschen was anderes. Ich habe weit hergeholt immer wieder Fälle mit flüssigen Kältemitteln und du bekommst genau gar nichts mit. Ja, du hörst am Verdichter nichts, du siehst nichts, weil ich zum Beispiel im Tieftemperaturbereich arbeite und es ziemlich, ziemlich weiß wird. Ja, du kriegst gar nichts mit. Und du kriegst es nur mit, und jetzt kommt es, Leute, am Heißgasausstoß. Man glaubt es nicht. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Ja? Weil viele Leute glauben, und das, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich Mythos Nummer 3 eigentlich nenne, viele Leute glauben, schlicht und ergreifend, dass wenn ich flüssig bekomme, dass einfach der Verdichter arg kalt wird. Das stimmt, ja. Aber dass flüssiges Kältemittel nicht bis in die Heißgasleitung kommt. Doch kommt es. Es funktioniert. Wir können flüssiges Kältemittel nicht komprimieren. Das heißt, wir würden flüssiges Kältemittel rausgehen. Natürlich jetzt nicht, wenn ich einen flüssigen Anteil habe von, weiß nicht, plus irgendwas, ja, dann reicht natürlich die Wärmeenergie vom Verdichter, von der Wicklung, von der Heißgasleitung natürlich vollkommen aus, um das wieder zu verdampfen zu bringen. Ja, ja, aber gerade in etwas tieferen Temperaturbereichen, im Tiefkühlbereich, ja, dann reicht sehr häufig tatsächlich die Temperatur nicht aus und wir schießen das flüssige Kältemittel in die Heißgasleitung. Und ich habe es nicht nur einmal schon, ich habe es schon sehr häufig gehabt und dann einfach nur gemessen und weiß ganz genau, okay, meine Anlage läuft normalerweise mit so an die roundabout 100 Grad Celsius Heißgasausstoß und auf einmal, ja, auf einmal fährst du mit einem Heißgasausstoß von 60 Grad, 50 Grad. Dann kann ich dir nur eines sagen, du hast einen Jackpot gewonnen.
Weil dein Verdichter ist volle Kanone, voll mit flüssigem Kältemittel. Der ist abgesoffen. Gesoffen. Der hat sich die Wodkaflasche, den Absinth, den Jack Daniels, ich kenne den Alkohol ja nicht aus, ja. Jägermeister darf nie fehlen, ja. Habe ich mir sagen lassen, ja. Weiß ich von einem Freund, ja. Der ist abgesoffen. Von oben bis unten ist der abgesoffen. Ja? Und dann schießt der natürlich in die Heißgasleitung raus und kühlt die ab. Und daran merkt man das über. Du siehst nicht. Ich habe an den Verdichter nichts gesehen. Er war nicht vereist, er war gar nichts. Er hat die Stromaufnahme, ja, war natürlich ein bisschen erhöht. Ja? Ist natürlich klar, weil natürlich, wenn er flüssiges Kältemittel versucht zu komprimieren, steigt natürlich die Stromaufnahme an, aber gar nicht mal so extrem. Kommt natürlich auch auf die Verdichterbauform an, es kommt natürlich auf die Verdichterart und die Marke an, ob er das einfach weg kann oder nicht. Ja? Und es gibt tatsächlich Verdichter, die nehmen das weg und du merkst es tatsächlich nicht. Du siehst einen Kältemittelstand und der sagt, der Kältemittelstand ist bei null. Und du denkst dir, da fehlt Kältemittel. Dabei fehlt dir gar kein Kältemittel, weil dein ganzes Kältemittel im verdammten Verdichter drin steckt. Und das merke ich anhand des Heißgasausstoßes. Und ich habe wirklich ansonsten nichts anderes gemerkt. Also hoffe ich, mit diesem Mythos, der ein bisschen weiter hergeholt ist, das sind auch meistens Sonderanlagen und das sind meistens auch Anlagen, sage ich mal ganz ehrlich, die vielleicht nicht so standardmäßig sind, aber es kommt vor. Also, warum ist es so wichtig, den Heißgasausstoß zu messen? Den Heißgasausstoß ist deswegen zu messen, um A zu sehen, hey, warte mal, stimmt irgendwas mit meinem Kompressor vielleicht nicht, weil er komischerweise, letztes Jahr ist er mit 110 Grad Celsius gelaufen, heute läuft er mit 130 Grad Celsius. Dann sollten wir mal drüber nachdenken, warum ist denn das so? Ja? Umgekehrt ist es so, hey, letztes Jahr ist er mit 110 Grad Celsius gelaufen, warum brenne ich jetzt auf einmal mit 80? Schreibt mir einfach in die Kommentare rein, ja, was für Mythen habt ihr, was hört ihr von Kunden, was hört ihr von Kollegen immer wieder, das muss so sein, das ist so. Und ihr kommt eigentlich drauf, sag ich, irgendwie, nee, passt das nicht so wirklich. Chris, deck uns mal diesen Mythos auf, ja, kannst du uns den mal erklären, warum sagen alle Leute, dass das so ist, aber da irgendwie vom Gefühl her ist es ja nicht immer so. In diesem Sinne, Leute, habt viel Spaß mit dem Video, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Kommentiert es und die es natürlich noch nicht gemacht haben. Ein Abo würde mich auch natürlich sehr freuen. Twitch, Instagram, TikTok, natürlich die gesamte Bandbreite biete ich euch natürlich an, dass ihr mein tägliches Leben mitverfolgen könnt, was ihr so ich mache. Gerade jetzt im Sommer, wo natürlich sehr wenig YouTube-Videos rauskommen, weil ich so viel unterwegs bin, dass ich einfach nicht vernünftig zum Drehen komme. Und ich hoffe, dass beim nächsten Video auch das Studio schon ein bisschen weiter gebaut ist, dass wir hier schon ein bisschen mehr haben. Ich spekuliere ein bisschen hier hinten mit einem Greenscreen vielleicht noch, dann kann der Doku sich ein bisschen ausleben, ein bisschen austoben und so. Mal schauen, was wir alles zusammenbringen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut. Ich fahre jetzt zu einem Kunden. Ciao, ciao.